Freunde, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal mit mir, der BillesGamer. Hallöchen, danke, dass du dieses Video eingeschaltet hast. Im letzten Video habe ich ja erzählt, was ich alles auf meinem Kanal bringen werde. Und in diesem Video geht es darum, wie man sich Blender downloadet. Das ist mein ach nee, scheiße. Nee, Night. Warte mal. Ach nee. Ich weiß gerade nicht. Blender. Blender. Blender download. Download Blender Org. Und dann. Falls die Aufnahme etwas laggt, ich downloade mir ja gleich gerade Crash Bandicoot. Blender, denn. Downloadet ihr eure Version, ist eigentlich neu. Ihr braucht einen 64-Bit und es ist 84 MB groß. Internetseite ist unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Und wenn ihr Blender gedownloadet habt, dann sieht es so aus. Ich starte es mal. Ich habe da mehrere angeheftet, aber sieht es so startet. Also müsst ihr das Setup ausführen und so weiter. Dann startet das. Und dann. Und dann. Sind wir, warte mal, die Cam ist ein bisschen zu groß, ne? Machen wir kurz aus. Dann seid ihr bei Blender 3D Animation. Da könnt ihr Sachen animieren. Aber wollen wir nicht. Der müsste hier auf dem File auf Video Editor gehen. Dann seid ihr im Schnittprogramm von Blender. Das müsst ihr euch mal geben. Damit schneide ich es kostenlos, das ist geil. Text einfügen, alles könnt ihr euch selber Tutorials angucken. Und ja, als erstes geht ihr hier hin, dann sucht ihr, nehmt ihr hier die Fireballs, dann zieht ihr euch das so perfekt hin. Ich mache es jetzt ein Beispiel. Und dann hier kommt, da ist das ganze Video. Das ganze Video ist dann hier im Bild. Dann hier rechts. Ach nee. Hier rechts. Habt ihr auch nochmal Einstellungen? Dann geht ihr auf hier auf Properties. Und dann könnt ihr hier eure ganzen Einstellungen machen. Und den Ping. Ping. Einstellen, wie ihr die Videos haben wollt, und dann auf Files, Save As, Ordner aussuchen und jetzt zeige ich euch mal,
Oh, ich habe aus Versehen mein Programm gelöscht. Also, ihr könnt es auf jeden Fall euch so einstellen, wie ihr es möchtet. Also, Link in der Videobeschreibung, einfach draufklicken, Download, Setup ausführen, so einstellen, wie ihr es für nötig haltet. Und dann heißt es auch von mir, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Blazecamer HD, und schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Was für Tutorials. Und ja, haut rein, euer Blazecamer HDE. Ciao, meine Freunde.